Ja, herzlich willkommen zurück hier auf der Venus in Station hier. Ich bin Gairon. Willkommen. Wir haben beim letzten Mal den Ofen noch befüllt. Wir sind eigentlich startklar. Wir schauen mal, ob wir das hier geschmolzen bekommen. Wir haben hier noch 2 Megapascal Druck drin. Die Temperatur hat schon fast atmosphärische Werte erreicht. Wir schalten die hier mal aus und hier blinkt alles. Wir sehen, wir haben zu wenig Strom. Dafür schalten wir jetzt mal noch den Kohlegenerator dazu. Dann müsste das vom Strom her reichen. Natürlich schalten wir die anderen Anlagen alle aus. Wir wollen jetzt den Strom nur für unsere Schmelze benutzen. Wir brauchen, noch mal kurz schauen, wir brauchen 900 Kelvin. 1 Megapascal mindestens. Die richtige Menge ist drin. Schauen wir mal, ob wir das auf 900 hochgepustet bekommen mit 6 Stück. Und sonst müssen wir dann noch 2 bauen. Wir halten hier aber auch die Akkus im Blick. Wir wechseln das hier mal, machen das hier noch auf. Jetzt ist der Dings hier voll. Wir wechseln den hier, dass wir hier nicht allzu viel Kohle verbrennen. Zwischendurch also immer wieder mal ausschalten. Jetzt ist er grün, machen wir den mal aus. Hier ist nämlich schon ein Drittel der Kohle weg. So, wir nehmen hier mal das Tablet als Alternative. Hier sind wir erst bei 780 Kelvin. Wir verbrauchen hier 6 Kilowatt. Könnte die Batterie ruckzuck leer werden. Aber sie blinkt auch schon. Sofort wieder Strom nachschmeißen. Wie sieht es hier mit der Temperatur aus? 800 Grad Kelvin. Tendenz steigend, massiv steigend. Das sieht nicht schlecht aus, wenn das so weitergeht mit dem Temperaturanstieg. Die Batterie hier erholt sich aber gerade nicht. Aber die Sonne müsste jetzt, ja, die müsste jetzt im Zenit sein schon beinahe. Das heißt, wir müssen jetzt auch vom Dach her noch Strom bekommen. Die Batterie ist schon orange. 817. Ja, es hat sich hier verlangsamt. Glaube ich, drücke hier doch noch mal 1 oder 2 nach. Okay, dann drucken wir nur einen nach. Mehr haben wir nicht an Materialien. So, auch den hängen wir hier noch kurz an den Strom. Hier muss noch irgendwo ein Kabel sein. So, wie sieht es temperaturmäßig aus? 830 Kelvin. Der ist immer noch gelb. Da wird jetzt gleich die Kohle alle sein. Wir nehmen hier schon mal einen weiteren Stack dazu. Legen den hier schon mal hier hin, für den Fall, dass der ausgeht. Etwas Glück kann der gleich angesogen werden. Ah, mit etwas Glück verlieren wir die Kohle noch. Wir machen den mal kurz aus. Wir haben den grünen Bereich erreicht. 13 Stück sind noch drin. 50 Stück schon beinahe verbraucht. Wir sind bei 850 Kelvin. Geben wir wieder Energie dazu. Das geht jetzt ratzfatz runter. Was fehlt hier noch für einen weiteren? Kupfer fehlt hier noch. 2 Gramm. Nicht den vollen Stack. Wir nehmen den angefangenen. Ich denke, wir schmeißen da nochmal etwas Kupfer nach. Können wir nochmal einen bauen. Sieht aus, als brauchen wir da mehr Heizpower.
So, ja, dann hätten wir hier auch das komplette Rohr vollgelegt. Jetzt fehlt genau ein Kabel. Na klar, fehlt jetzt ein Kabel. Kabel. Eins kurz durchdrucken, mehr brauchen wir nicht. So, hier wieder ausschalten. Batterie ist immer noch gelb, der Generator kann noch weiterlaufen. Hier haben wir Temperatur 870. Es könnte vielleicht sogar so reichen, aber wir nehmen den noch dazu. Dann geht es vielleicht noch etwas schneller. Wir könnten natürlich auch etwas Druck ablassen. Dann ist weniger Luft drin, die erhitzt werden muss. Denke, das schaffen wir jetzt dann gleich. 882, noch 17 Kelvin müssen wir wärmen, müssen wir heizen. Hier sind wir wieder im grünen Bereich. Wir sparen noch mal etwas Kohle, ganz kleines bisschen. Knopf ist noch in rot, Batterie ist wieder in gelb. Wir schalten hier noch mal dazu. Es fehlen noch 10 Grad Kelvin. Batterie stand niedrig, na klar. Nee, das lassen wir jetzt noch so sein. Wir brauchen hier noch 7 Grad. Noch 6 Grad. Ich hoffe, die Kohle reicht. Ich hole hier ansonsten schon mal etwas Nachschub für alle Fälle. Noch 3 Grad fehlen. Noch 2. Das sieht gut aus. Das ist teurer Stahl. Sehr teurer Stahl. Genau, wir brauchen hier 900 Grad. Das ist grün. Auswerfen. Und das können wir alles wieder ausschalten. Strom können wir sparen. Auch den Generator schalten wir wieder aus. Eieiei, da sind noch 15 drin. Wir haben fast 100 Kohle verbraten, um das Stahl herzustellen. Also auf Dauer rentiert sich das ganz bestimmt nicht. Aber wir haben jetzt Stahl, wir haben jetzt andere Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel eine Stationsbatterie bauen. Wir können Windräder bauen. Wir können bessere Wände bauen. Wir können so viel mit dem Stahl anstellen. Wir können ihn zum Beispiel zum Fenster rauswerfen. So, einmal 500 Stahl kommen da rein. Einmal 500 Stahl kommen da rein. Und ich denke, auch hier im Atmosprinter brauchen wir Stahl. Zum Beispiel für die isolierten Rohre. Dann kommen die letzten 200 da rein. Gut. Wir haben Stahl. Oh, ich freue mich. Hab nicht damit gerechnet, dass das wirklich funktioniert. So, das machen wir jetzt wieder so. Die tauschen wir auch gleich mal. Und auch die Taschenlampe tauschen wir gleich mal. Den Bohrer können wir auch schließen. Den Schweißgerät können wir sowieso schon schließen. Und wenn ich mich kenne, ist das Tablet noch eingeschaltet. Und da geht auch schon die Sonne unter. Da ist jetzt nicht mehr viel Strom gespeichert worden. Aber das macht nichts, denn wir haben Stahl. Mal schauen, ob der Strom noch reicht, um etwas in der Nacht zu machen. Ob wir könnten zum Beispiel, als erstes könnten wir zum Beispiel Batterien drucken. Große Batterien. Jawohl, da drucken wir 3 Stück. Zwei zumindest für die Anlagen, damit wir in der Nacht etwas länger Strom haben. Gut, wir drucken keine 3 Stück, weil wir keinen Strom haben.
Ja. Dann also heißt es mal wieder warten auf Sonnenlicht. Gut, dann warten wir auf Sonnenlicht. Muss ich noch irgendetwas bergbauen? Aus dem Berg abbauen? Ich denke mal, Eisen wäre nicht schlecht. Könnte man wieder etwas auffüllen. Wir könnten natürlich auch schon schauen, was wir denn alles noch bauen könnten oder bauen müssen. Wir bräuchten zum Beispiel für die Solaranlage, nicht Solar, für die Windkraft Anlage, Windturbine. Da brauchen wir das Kit Windturbine, da brauchen wir Kupfer, Stahl und Elektrum. Schaffen wir Elektrum zu schmelzen? Elektrum braucht 600 Kelvin. Das schmelzen wir also mit Atmosphärenluft. Das ist absolut kein Problem. Das könnten wir ja gleich machen. Wie war der Druck nochmal? Nicht über 2,5 Megapascal. Dann lasst uns doch mal Elektrum schmelzen. Wir nehmen hier 50. Ja, wir schmeißen gleich 100 rein. Ja, wir schmeißen auch gleich wieder 50 raus. Dann brauchen wir jetzt auch noch 100 Gold. Jetzt ist die Temperatur zu stark abgesackt. Wieso ist jetzt da nur noch 50 Silber drin? Habe ich da noch Silber in den Schrank geräumt? Ja, da, in den Schrank geräumt habe ich das Ding. Eieiei. Habe ich schon gedacht, es hat mir das Silber irgendwie zerstört. Gut, wir brauchen 600 Grad Kelvin. Das schaffen wir mit dem Umluft. Da brauchen wir nichts zu heizen. Müssen wir nur warten. Wir haben einen 700 und irgendwas Grad haben wir Außentemperatur. In unserem Fall auch Innentemperatur. Kuschelige 200, nein, 460 Grad. Falls ihr was knistern hört, ich stopfe mir gerade eine Pfeife. Danke, ich dachte mir, wir könnten ja auch noch kurz eine rauchen, bis die Sonne wieder da ist. Was wir auch machen können, wir haben hier eh noch zu viel Druck. 2,4 Megapascal dürfen wir maximal drin haben. Lassen wir hier noch etwas Druck ab, dann steigt auch die Temperatur schneller. So, wir haben 600 Grad, es ist grün, schmeißen wir aus. Wir haben Elektrum. Was brauchen wir für die Windkraftanlage, haben wir gesagt. Kommt also da rein. Dann wollen wir auch noch eine Stationsbatterie bauen. Was benötigen wir für die Stationsbatterie? Eine Kit-Batterie, Gold, Kupfer, Stahl. Passt. Haben wir alles. Schaffen wir auch schon die große zu bauen. Kit-Batterie. Das ist wieder falsch. Batterie groß. Elektrum haben wir, Kupfer, Gold, Silikon, Stellite. Ich glaube, das können wir vergessen. Stellite. Nein, nein, nein. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nie und nimmer. Dann ist das schon mal Geschichte. Wir haben also eine Stationsbatterie oder werden haben. Wir werden Windkrafträder haben. Was brauchen wir denn noch? IC-Steuerungen. Was brauchen wir für IC-Steuerungen? Elektrum Solder. Solder war Lötzinn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Für den Chip brauchen wir Solder. Was brauchen wir denn für die Halterung, für das Gehäuse selbst? Auch Solder, Stahl und Kupfer. Gut, dann schauen wir mal, wie bekommen wir Lötzinn her. Da könnte jetzt die Temperatur andersrum ein Problem werden. Wir müssen das abkühlen unter 350 Kelvin. Wie bekommen wir das abgekühlt? Was brauchen wir denn da? Wir brauchen Eisen und Blei, 50-50, mit etwas Glück. Nur etwas. Wir brauchen nur etwas Glück. 50-50. Wenn wir ein kleines bisschen Glück haben, schaffen wir es, dass sich der Ofen genug abkühlt, rein nur mit dem Schmelzvorgang. Wäre ja zu schön gewesen. Dann brauchen wir hier also eine Möglichkeit, das zu kühlen. Das heißt wiederum, wir müssen den Raum kühlen. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie? Gut, IC-Steuerung müssen wir noch verschieben. Dazu reicht die Kühlung noch nicht aus. Aber zumindest die Stationsbatterie können wir bauen. Wir können Windräder bauen. Wir können jetzt auch Stahlrahmen bauen. Dann könnten wir doch schon mal planen, wo wir die Windkraftanlage aufbauen. Dazu nutzen wir doch wieder mal die grüne Sicht. Man sieht hier trotzdem nichts. Man sieht hier einfach nichts. Gut, die ganze Basis geht hier in den Berg rein. Was brauchen wir denn hier im Außenbereich noch? Wir brauchen noch einen Deepminer und ein Silolager. Das kommt dann, denke ich, hier außen irgendwo ran. Dann brauchen wir dann noch einen Landeplatz. Habe ich zwar schon auf dem Mars gesagt, brauchen wir, habe ich nie gebaut. Windkraftanlage. Bauen wir die hier irgendwo in der Nähe? Ich denke schon, die könnte man hier gleich daneben aufbauen. Ja, wir warten jetzt einfach mal ganz kurz auf die Sonne. Die geht ja gleich auf. Ne, jetzt muss ich mir keine Pfeife mehr anzünden. Gestopft habe ich sie schon, aber anzünden wegen den 12 Minuten. Gut, die Sonne müsste gleich da sein. Das heißt, wir hätten gleich wieder Licht und Strom. Licht ist übertrieben, aber wir hätten zumindest wieder Strom hier drin. Dann könnten wir schon mal anfangen zu produzieren. Die stand niedrig. Ja, ich weiß. Habe jetzt gerade gewechselt. Könnten ja auch ein kleines bisschen nachhelfen. Vielleicht reicht es ja, um Kabel zu drucken. So, was drucken wir hier? Batteriezellen groß. Das ist noch zu wenig Strom gewesen. Aber die Sonne ist ja gleich da. Oder gleich. Wie viele Tage sind wir denn jetzt auf der Venus? Wir sind bei Tag 25 schon. So. Jetzt warten wir hier auf Strom. Gut, die Pfeife brennt auch. Wir haben noch nicht genügend Strom. Jetzt? Nein, doch nicht. Können wir den ausschalten? Das ist alles ausgeschaltet. Das ist der einzige, der Strom hier brauchen würde. Ja, der ist auch ausgeschaltet. Ich denke,
zwei große Batterien drucken wir mindestens, sagen wir drei, dann hätten wir noch eine für die Lampe. Sagen wir also vier, dann hätten wir noch eine zum Tauschen. Dann wird das Kupfer wieder knapp. Zwei haben wir schon gedruckt. Wo gehen wir denn mit den alten Batterien hin? Schmeißen wir mal noch in die Ecke. Welche Ecke habe ich jetzt geschmissen? Da in die Ecke. So, das ist Nummer 3. Den nächsten brauchen wir dann nicht mehr. Wir bräuchten vielleicht mal ein größeres Batterieladegerät. Dann könnten wir nämlich auch die Geräte wieder mit Akku versorgen. Jetzt zum Beispiel das Schweißgerät hat keinen Akku. So, da hinten ist die Arbeit durch. Wir schmelzen schon mal etwas Kupfer. Bin mir ziemlich sicher, dass das nächste, was ausgeht, ist Kupfer. Hier ist noch irgendwas drin. Hier ist noch Kupfer drin gewesen. Okay, macht nichts. Wir schmelzen das trotzdem. Wir brauchen mindestens ein Kabel, damit wir die beiden jetzt verbinden können. Jetzt sind ja überall schwere Kabel dran. Kabel. Druck mal ein Stück. Zwar, hier sind 36 und 35. Wir produzieren da gerade mal die Kabel komplett durch. Jetzt habe ich eine Batterie zu viel. Genau, die war ja für den Helm oder das, die Taschenlampe hier gedacht. So, hier haben wir noch mal eine Batterie, die könnten wir dann also in den Bergbaubohrer einsetzen. Da haben wir da auch eine Batterie drin. Dann können wir den Bohrer schließen. Das Tool können wir schließen, das können wir schließen. Den Rucksack möchte ich gerne aufhaben. Hier ist noch Silizium im Rucksack. Das schmeißen wir da rein. Gut. Dann kannst du uns mal da die Kabel geben, die du da bereits hast. Können wir da schon mal etwas montieren. Und zwar können wir hier eine Verbindung setzen. Ja, wir könnten eine Verbindung setzen, wenn wir das denn auch könnten. So, jetzt werden beide Batterien geladen. Dann haben wir doppelt so viel Stromvorrat. Wenn dann die Sonne auch reicht, um die Batterien wirklich vollzuladen. Ja, die Anzugbatterie wäre voll. Die tauschen wir mal. Dann sind wieder vier Batterien, die geladen werden müssen. Gut. Wie viel haben wir hier noch drin für Kabel? Ja, lassen wir da mal durchdrucken. Wir produzieren hier an dem schon ein paar Stahlrahmen, dass wir ein Fundament legen können. Stahlrahmen, jawohl, der Druck hier, das braucht zwei Stahl. Oh. Dann vielleicht doch lieber mit Eisen. Nee, nee, Stahl müsste eigentlich günstiger sein. Was machen wir dann in der Zwischenzeit noch? Irgendwas ist wieder ausgeschmissen worden. Hier ist wieder Kupfer gekommen. Kabel kommen wir hier hin. Da hat es noch Platz im Inventar. Das Kupfer kommt hier rein. Da schmeißen wir Eisen nach. Genau, Eisen müssen wir wieder sammeln. Das Eisen, das ich eigentlich gesammelt habe, noch um dann zu Eisen zu schmelzen, haben wir jetzt zu Blei geschmolzen. Macht nichts, das brauchen wir auch. Hier sind 19 Kabel schon mal gedruckt und hier sind 8 Rahmen gedruckt. Schauen wir mal, wo wir da für Windanlage am besten etwas aufbauen können. Nicht allzu weit weg möchte ich hier. Wir könnten auch die Windanlage hier oben ranbauen. Dann sind wir allerdings direkt im Sonneneinstrahlungsbereich von der Solaranlage. Das habe ich mir beim letzten Mal schon immer total verbaut. Wir könnten hier einfach auch mal vorne anbauen und dann eine Treppe hier hochbauen, dass man hier schon mal
etwas Außenbereich hat. Das machen wir doch mal so. Das habe ich ja ganz gut gelöst. Ha! Ich bin reingekommen! Yay! Yeah, ich hab's geschafft! Nee, passt schon. Den ganzen Stahl für Rahmen verballern möchte ich allerdings auch noch nicht. Weil er war doch sehr teuer zu produzieren, aber ich denke mal so 100 Stahl investieren wir in Rahmen. Wie viele Kabel haben wir hier schon? 33, das geht nicht voran. Er wird fertig sein mit Schmelzen. Ja, wollte ich gerade sagen. Wo brauchen wir denn Eisen? Da sind 60 Eisen drin. Da sind 30 Eisen drin. Was kommt also da rein? Dann schmeißen wir da noch Gold nach. Gold braucht wieder eine Weile zum Schmelzen. Gold könnten wir doch sicher... Nein, da haben wir Blei. Da haben wir Lötzinnvorbereitung drin. Ja, schön. Die eine Batterie ist schon fast voll. Aber die Sonne ist auch schon wieder am Untergehen. Es mag da die Batterien gut laden, obwohl wir hier die ganzen Maschinen am Laufen haben. Wie sind wir hier mit Strom? Das 40 Kabel sind da drin. Hier haben wir schon 16 Rahmen. Wir unterbrechen den mal. 16 müssen erst einmal reichen. Wir brauchen nämlich jetzt auch noch Bleche. Stahlbleche. Dann können wir das da draußen schon mal zuschweißen. So, die 17 Rahmen hier verwenden wir jetzt für ein kleines Fundament für eine Windkraftanlage. Theoretisch möchte ich die nicht zu nahe an der Basis bauen, weil sie mir nicht gefällt. Aber wenn wir zu weit weggehen, haben wir wieder ein Problem mit den Stromkabeln. Junge, Junge, die Probleme sind ja umfangreich. Wir könnten auch schauen, ob wir da oben etwas... Na, da müssen wir wieder alles ausbohren. Dann verlieren wir Platz im Berg. Ich weiß nicht, wohin mit den Windkraftanlagen. Leute, sagt doch mal was. Wo soll ich mit Windkraftanlagen hin? Wir lassen hier vier Fundamente Platz. Wir bauen hier also noch eins, zwei. So haben wir vier Fundamente Platz. Und hier bauen wir uns eine kleine Fläche für die Windkraftanlagen. Dann hätten wir hier auch den Berg, der mich hier so stört, so nervt. Hätten wir den auch mal etwas abgebohrt, aber da bohre ich noch eine Weile, bis ich da durch bin. Wir machen das so und auf der Seite noch angehängt. Dann nehmen wir das auf dieselbe Breite, wie die Basis ist. Gut, wie viele Bleche haben wir denn schon gedruckt? 26 Stück. Ja, die schmeißen wir mal aus. Schmeißen wir schon mal ein gutes Stück zusammen. Dann nehmen wir jetzt aber eine große Batterie mit. Das muss nicht luftdicht sein hier draußen. Können wir also Material sparen. Die Batterie in der Taschenlampe ist leer. Gut. So, jetzt sehen wir auch, was wir machen. So, wir schweißen das hier mal auf die erste Stufe. Und dann muss ich, denke ich, für den nächsten Morgen mal wieder etwas farmen gehen. Das wäre dann natürlich die nächste Frage. Was benötigen wir für den DeepMiner? Ich glaube, da brauchen wir doch zuerst dann noch den Mod. So. Das Schweißgerät tauschen wir hier mal wieder. Kann der noch etwas laden?
Da kommt hier rein. Wir haben 50 Kabel gedruckt. 14 sind noch in Produktion, da ist das Gold ausgegangen. Hier sind 25 Bleche drin. Da kann man aufhören. Wir nehmen die Bleche schon mal mit und versorgen die hier in eine Truhe. Und zwar könnten wir die hier reinschmeißen. Wie sieht es denn mit dem Gold aus? 5 Gramm noch. Strom ist auch schon fast wieder aufgebraucht. Und die Zeit ist auch schon rum. Gut, dann denke ich, war es das für heute. Wir sind doch ein gutes Stück vorangekommen. Und ich habe keine Ahnung, was wir heute als Screenshot verwenden könnten. Als Thumbnail. Egal, soll meine Sorge sein. Ich warte auf die nächste Sonne, gehe dann noch etwas farmen. Dann also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Gajeron.